Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Street Fighter. Sascha und meine Wenigkeit Marius spielen heute wieder gegen den Rest der Welt. Wir haben zwei wunderbar exklusive Gäste, zum einen Siegfried Pawelski und zum anderen Dick Brusensen. Hallo, stellt euch mal kurz vor, sagt mal hallo. Hallo. Fantastisch, die beiden. Beide voller Elan liegen sie auf der Couch. Großartig. So, und da beginnt auch schon der erste Kampf. Sascha spielt mit Cammy im Kostüm, das wir nicht ausgewählt haben. Scheiße, das machen wir gleich noch. gegen einen Nash. Das scheint ein recht unbedachter Anfänger zu sein. Also Sascha, blamier dich nicht. Du bist voll im Moderationsmodus. Mach mal weiter, komm. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich mach die Platt. So, dann beginnt der Kampf und Sascha setzt zu seinem Spiral Arrow direkt an. Was ist denn mit dir los? Sag mal! Und dann auf die 1, die 1 hat 8 vorbei, weiter! Und der Cannon Strike direkt. Ja, dann los geht's direkt, ja. Und wie heißt der Move noch? Das ist der Spiral. Dein V-Skill. Achso, mein V-Skill, der kommt gleich. Jetzt nämlich. Oh, das war wenn. Ach, das war der Holland Sea. Du hast ihn gleich gestunt. Du musst noch einmal. Ja, die Runde ist gut gelaufen, Sascha. Damit das ist ein schönes ein Ende. Einfacher Tritt. Fantastisch. Den Boss nur 7 Mal. Das ist nicht der Boss nur 5 war. Ach, was ein Typ. Und dann beginnt die zweite Runde. Und sie endet wie die erste, glaub mir. Schau das dir ist eine an. Sehr, sehr interessante Kombo, dass du direkt den Cannon Strike nach deinem V-Skill einsetzt. Achso, du meinst dieses hier? Das mach ich öfter. Ja, ich weiß. Ich finde, das gefällt mir. Oh, danke schön. Das ist immer auch richtig. Ach du Wichser, jetzt komm, lass mich einmal einen Cannon Strike mit einem V-Skill treffen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Jawohl. Dann mach deinen Critical Art. Oh, ich trete Leuten ins Gesicht, um das Ganze zu beenden. Das war doch jetzt einfach mal ganz easy. Wir machen es wie immer, wir wechseln uns ab, das heißt, du kommst heute nicht mehr dran. Alles klar. Es sei denn, du nimmst jetzt das Rematch an, das der andere vielleicht einfordert. Weil wir spielen auf der neuesten Version natürlich. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Rematches zu spielen. Das heißt also, Sascha ist bereit für den nächsten Kampf. Das bedeutet, es geht halt doppelt schnell. So viel Kämpfe für euch mit weniger Abwechslung. Bitte? Was? Guck dir den Typ an, der ist doch einfach nur ein Opfer. Oh mein Gott, er hat sein V-Trigger eingesetzt. Du hast vielleicht gestunt, du musst noch mal gut erwischen. Oh. Ich hab extra mal den dummen Cannon Strike gemacht, aber na gut. Eieiei. Jetzt noch ein bisschen EX-Meter. Mit dem V-Trigger. Der V-Trigger, guck mal, doppelt fertig kaputt. Doppelt fertig kaputt. Ach ja. Ja. Ich sag nur mal, Rangkämpfe. Rangkämpfe wird bald unser neuer Schissel. Wir werden uns einfach auch super hochkämpfen, bis ich mit Cammy Nummer 1 bin. Ja, ich kann dann mit Ken überhaupt nichts mehr, weil. Oh, das war verkackt. Ja, ich hab eigentlich eher auf den Treffer des scheiß Ken-Strikes gehofft. Ja, da ist man aber irgendwie so in der Muskelgedächtnisphase drin, dass man direkt auch nach einem geblockten Ken-Strike Critical Art. Ja, genau. Außerdem gehört es dazu, das vorher zu machen. Sonst bin ich da. Wie über jedes Mal dreht man die beiden Ken-Strikes an. Oh, war das langweilig, der Typ. Oh Mann, ist ja kein Gegner. Cannon Strike. Kennst du schon den Cannon Strike? Ich muss auch fahren. Scheiße, ich hab mir den Ring. Du hast den Ring aus deinem Piercing gepult. Mhm. Nichts mehr davon. Ich, das ist auch ein guter Satz. Ich will so beide im Beißen aufzuhalten, im Gegensatz zu dir habe ich nicht vor zu sterben. Achso, jetzt müssen wir hier. Ich stell dir mal das andere Kostüm ein, das wir gerade. Das haben wir eingestellt. Nee, wir haben damit gerade nur den Trainingsmodus. Okay. Aber vertrau mir, ich kenne mich damit aus. Mhm. Ist ja dein Spiel. Der Plan ist idiotensicher. Der Plan ist völlig safe. So, da du immer noch dran bist, machen wir das auch einfach mal genauso. Mhm. Du hast den Plan. Ich hab den Plan. Ich hab den Style und das Geld. Ja, ach. So, erzähl doch mal von Leipzig. Du wolltest, hast doch vorhin gefallen. Hab ich euch schon von Leipzig erzählt? Ich sag, oh, lass. Erzählst du Marius, der hat noch nicht davon erfahren. Leipzig war cool. Wie cool war Leipzig?
Auf der Hinfahrt, in den 4 Stunden, habe ich 1,5 Flaschen Whisky weggezogen. Das ist sehr sportlich. Hab dann in Leipzig fröhlich weitergemacht. Als ich dann so um 4 mich hingelegt habe, war ich jenseits von Gut und Böse um 8 Uhr wieder aufgewacht. Ja, und hab dann gekotzt bis um 12. Dann ging es weiter nach Hamburg. Und wann hast du das Konzert gespielt? Gar nicht. Keine Ahnung. Aber es gibt ein Foto, wie ich Bass spiele. Das ist der Traum. Jan hat irgendwie, was, zweimal ist ihm die Seite gerissen, was sich gepeilt hat. Und als er dann auf sein Stimmgerät geguckt hat, so mit einem Auge so zu, so angesehen, als würde zielen. Auch nichts mehr hingekriegt. Das ist euer Gitarrist, ja. Das ist. Ja. Das ist der Bassist, dem die Seite gerissen ist. Joey DeMaio ist die Seite wieder mal gerissen. Wie hast du? Ach, das, so geht der hoch. Ah, oh, sehr schön. Du hast dazugelernt. Wie? Der Schwache ist höher. Der Schwache Anosie. Ah. Mittlere Anosie. Okay. Harte Anosie. Oh, der kommt flach und gefährlich. Genau. Wie meine Witze. Und boom, schon wieder die Füße hoch, die Witze kommen flach. Ja. So viel zum Thema schöne, gute Witze und neues Cammy-Outfit. Ich habe echt erwartet, dass sie eine Hose trägt. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht davon, so von wegen, oh, ich habe meine Arbeitskleidung an. Ja, sie hat halt einen Mantel und einen Schlüpper. Ja, das mag für manche Damen reichen. Ein Stiefel und eine Mütze. Und eine Mütze. Ich glaube, die hat auch noch ein Hemd an, aber. Die braucht halt die Beine frei. Ja, das stimmt. Die kämpft viel mit den Beinen und hier die Laura kämpft viel mit den Brüsten. Also die brauchen halt nicht frei. Da kommt der nächste Kampf und wir sind endlich befreit von unseren albernen Kommentaren. Na, die kommen ja jetzt erst. Ich dachte, wenn jetzt gleich wieder das Counter-Strike-Spiel losgeht. Ja. Ich muss doch noch fahren. Ich muss doch noch fahren. Ja, gut. Ihr knabbert alle, während ich jetzt zocke. Ist gut. Wir knabbern ja, Rätselchen. Haben wir uns verdient. Das habt ihr euch redlich verdient. Mehr als nur redlich. Nee. Also ganz ehrlich, Sascha, ich bin heute eigentlich zu müde zum Spielen, aber... Du machst das schon. Ja, natürlich. Ich bin zu müde. Und Level 100. Achso, ich dachte gerade, ihr persönliches Level, das Mika-Level ist 121. Nur, weil ich wer hat. Naja, gut. Aber wahrscheinlich ist das wieder so eine Wolf-Bitch. Oder der Typ. Ich weiß ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Natalex. Könnte alles sein. Das könnte. Doppelname. Natalie Alex. Genau, die sind schon seit 50 Jahren zusammen. Nein, das ist ein Mensch, der heißt Natalie Alexander. Natalie Alexandra. Natürlich, oh, bis dann. Nein, Natalie Alexander. Oh, fuck, da war ich ein bisschen zu hektisch. Sollte vielleicht nicht so viel mit vollem Mund reden. Ach komm, ich bin so an. Sascha, jetzt lass dich hier nicht. Oh mein Gott, da kam ihre Kollegin von hinten. Ja. Naja, von hinten gesagt. Von hinten. Verstehe ich nicht. Erklär es dir nachher. Nein, jetzt. Kämpfst du, Sascha? Ich bin voll in der Concentration hier drin. Oh, merkt. Sieht aber anders. Scheiße. Sieht aber ganz anders aus. Hier. Sascha, nimm doch mal bitte die Hand aus deiner Hose. Ja, genau, ich spiele mich mit einer Hand hier gerade. Ah. Ich habe so einen neuen Fighting-Stick gekauft, bei dem sind die Knöpfe direkt am Knüppel dran. Deshalb ist die Hand in seiner Hose. Ja, weil er mit einer Hand spielen kann. Aber ihr wisst nicht, was diese Fighting Sticks sind, oder? Das sind so Salzstangen. Das sind so Salzstangen, die du in Schokolade tauchst. Ich habe schon wieder gewonnen, übrigens, so nebenbei, so während ihr euch hier über Knüppel unterhaltet. Ja, ich finde das voll geil. Knüppel aus dem Sack. Ich wollte eigentlich den anderen machen. Oh, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie dich. Die hat dich auch gleich gestunt. Ach, ich lebe nicht. Ich meine ja nur. Ich stand ja auch gleich Schutz. Freundschaft? Yeah! So. Ach doch. Oh nein! Warum kommt dann immer die Olle da mit dem Arsch zuerst reingesprungen, ja, wenn ich irgendwie mal nicht aufpasse? Das ist ihr scheiß V-Skill. Das habe ich gerade gemerkt. Ja. V-Trigger. Ach du Schande. Das war sehr schön. Ja, jetzt ist sie mir mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen. Ja. Und wie sie sich freut. Das ist übrigens auch ihr Alternativverspiel. Ach ja. Was denn dazu, dass Natalie und Alex auch zu zweit auf der Couch sitzen?
Zu niedrig! Das gibt's ja gar nicht! Ich glaube, die Runde verlierst du. Vielleicht haben sich Nathalie und Alex jetzt gerade abgewechselt. Ja, sag ich doch gerade. Achso. Jetzt hat er mich am Arsch. Ja, muss ich mal sagen. Der lädt jetzt mal schön seine EX-Leiste auf dich. Und du hast einen V-Trigger zur Verfügung. Hab ich? Oh ja, stimmt, tatsächlich. Aber. Ha, ja, das macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Hm. Oh Gott! Schade. Komm schon, Sascha, das war einfach EX-Attacken. Cool. Das könnte dir den letzten Rest Schaden geben, den du brauchst. Da ist wieder. Die kämpfen noch zu zwei, also nicht nur die zwei auf der Couch. Die haben, guck mal, ihre komische Lesbenfreundin dabei. Das ist doch überhaupt nicht schade, bitte. Weil jetzt wirklich. Entschuldigung, ihre höchstwahrscheinlich homosexuelle Freundin, wobei das nichts über ihre eigene Sexualität aussagen muss. Warum sollte sie höchstwahrscheinlich homosexuell sein? Weil sie eine andere Bitch dabei hat, die für andere, die da anderen in den Arsch, mit dem Arsch ins Gesicht schlägt. Weißt du, plötzlich sind alle männlichen Wrestler, die im Tag-Team kämpfen, auch homosexuell oder wie? Ich denke ja, ehrlich gesagt. Also. Alles andere wäre unlogisch. Ja, natürlich. Ach, schau sie dir an. Das ist verdammt frech von dir. Aber ich hab sie gleich gestompt. Ja, doch, der Cross hat gerade nicht funktioniert. Das ist verdammt ärgerlich. Ah, ne, Bitch. Oh nein, warum hat sie da schon wieder die Olle geholt? Was ist denn damit auf? EX. Bringt doch nichts. Und du hast das EX-Ding. Du kannst safere Attacken machen. Nee, kann ich nicht. Wenn du die Critical. Mein EX, Marius. Bringt wirklich nur, dass ich da irgendwie. Ich meine nur. Du meinst in. Total am Streit mehr. Oh shit! Jetzt hast du halt gar keine EX mehr. Ja. Ja, sehe ich selber. Ja, sehe ich. Es ist okay. Es ist okay. Ja, ja, wir streiten uns auch gerne. Halt dein Maul jetzt. Der Ding, ne? Da, guck mal, da schreibt hier einer einen Kommentar, bin ich hier richtig im Gay-Chat? Weißt du? Natürlich ist er das. Ja, weißt du, wer es schreibt? Was möchtest du denn? Wer schreibt das denn? Ah, natürlich. Conti. Du bist absolut richtig hier. Ja, du bist absolut richtig im Gay-Chat. Jawohl. So. Gay heißt fröhlich. Ja, gay heißt fröhlich. Das ist ein sehr fröhlicher Chat. Ach, verdammte Axt, ey. You win. Da, guck. Dieses Kostüm. Ich find's schön. Ja, wie gesagt, das sieht aus, als hätte sie sich von einem Sergeant durchbumsen lassen, danach gedacht, so, ich zieh mal sein Hemd an. Und dann habe ich das gerade wieder im Chat gemacht. Ist ja auch egal, komm, morgens mit dem Hemd an und sagt, schau, was ein schöner Tag. Wir haben zwei mit zu sagen. Ich wollte mal wissen, dass der Sascha ordentlich illegale Substanzen konsumiert. Ja. Wir haben gerade zwei Zuschauer verloren, als ich gesagt habe, von einem Colonel durchbumsen lassen. Oder Sergeant, was weiß ich. Vollkommen zurecht. Ich gehe auch gleich auf den Balkon. Ich gehe gleich auf den Balkon rauchen. Nun. Achso, ja. Was wir vielleicht erklären könnten. Balkonage. Auf Balkonage. Ja. Macht man sich doch, wenn man einen Grundverband braucht. Die Tatsache, dass wir jetzt auch zocken können, während wir reden, weil wir einfach jetzt auf Gegner warten, anstatt dass die Gegner... Wir warten nicht mehr aktiv, sondern wir warten im Trainingsmodus. Passiv. Ja, wir warten passiv. Ja. Passiv-aggressiv warten. Wir rauchen auch. Ich glaube, das ist im Gesamten interessanter, als dass wir uns diesen schwarzen Bildschirm mit Suche nach Gegner läuft anschauen. Und der Sascha kann seine Kombos, also Zitat von ihm. Also solange ich irgendwie weiß, was ich mache, ist doch alles im Lack. Oh, guck, da kommt. Ja, kommt und Höschenbild, guck, Höschenbild. Gibt's das woanders? Nein, nein. Das siehst du, zack, das gibt's nur hier bei Twice the Bits im Gate Channel. Ja. Power up your life. Ach. Ich würde nicht auf dem Tisch trommeln, Siegfried. Weiß. Ist ja nicht so, als ob das. Also, oh Gott, oh, ey, der Kali. Oh, Level 3. Dieser aggressive. Der hat das Spiel gerade bekommen. Oh, schön. Oder er hat sein Spielprofil zurückgesetzt. Oder er hat 247 Lebenspunkte. Wie heißt das? Oh, Liga-Punkte. Ja. Haben wir noch Brezel? Marius, wir sind in deiner Wohnung, das musst du wissen. Oh, ich fange so ungern rechts an. Ich meinte. In der Schüssel. Wenn man perfekt wäre, so geil. Würde mir einfach genau. Ja, überheblich. Ja, das wäre so schön. Komm schon.
Und gestunt. Ja. Komm hier mit deinem Kick in. Sauber. Und jetzt was Cooles. Oh, scheiße. Oh, ich hab grad auf den falschen V-Trigger geguckt. Guck mal, der chargt doch wieder. Soll er chargen? Ist mir doch scheißegal. Großartig. Ja, also der war jetzt auch nicht so hart. Nee, nicht wirklich. Aber wie kommt es eigentlich nur auf die Fighting Money an, dass du mit den Siegen verdienst? Und mein Ziel für heute, wie immer, wieder mal auf Level 14 kommen, weil Level 13 bringt Unglück. Yeah. Das schaffst du heute eh nicht. Ach ja. Der zieht dich gleich so ab im Rematch und dann bist du raus. Ja, ja. Der zieht mich total ab. Der zieht dich an den Controller. Oder er gibt den Nathalie nochmal den Controller. Das ist ein Vater. Der Nekrozyst. Das ist auch ein Doppelname. Nekrozyst. Ein Nekrophiler und ein Narzisst. Ja, klar. Richtig. Ich glaube auch. Ach, schön. Hat er im Hintergrund gerade die Kellnerin irgendwie was gekocht, geboxt? Das kann schon sein. Die wollte ihm einfach mal zeigen, wie es geht. Ja, mit Schmackes in die Eier. Das hast du beim Sascha gesehen und jetzt geht das so weiter. Noch einmal bitte. Komm schon. Ja, da hat er Bock auf. Ja, klar. Cool. Ja, weißt du, vor allem, wenn du einmal einen Gegner gefunden hast, dann und freust du dich so sehr. Das ist ein Casual Match, ja, dann freust du dich so sehr, endlich mal wieder spielen zu können, dann machst du halt einfach weiter. Ja. Vor allem denkt er sich auch, kann ich lernen? Ja, von mir kann jeder lernen. Ja, zum Beispiel, wenn man gestunt wird. Oh. Oh! Hat er mal schön hier, ne? Hat er? Ja, hat er! Ich sag das, Kenn ich. Oh, jetzt aber hier. Ja, die Haare schön. Oh, ja. Irgendwann wird's mal. Müde? Oh, der Conti fragt, hat Sascha trainiert in der letzten Zeit? Nein, denn Sascha war schon immer so gut. Ja, wir haben seit zwei Wochen nicht gespielt, aber. Oh das shit. Hält uns nicht davon ab, uns zu blamieren und einfach immer noch mit sehr niedrigen Ligapunkten Casual Matches auszuholen. Das sind so die Typen, die unfassbar gut sind, aber denen da, die denken, ich will Fight Money farmen und deswegen mache ich keine Rang-Matches, sondern mache nur Casual Matches gegen totale Null. Ach, wieso totale Null? Guck dir den mal an, der kann was. Ja, also die Kämpfe, die vorhin waren, die waren schon etwas. Gegen wen waren das? Gegen diesen Birdie? Ja, der hat uns total kaputt gemacht. Aber hast du auch drei Runden Cammy gespielt. Ja, aber in der einen Runde, in der ich dich mal rangelassen habe, wie den großen Bruder, den man holt, wenn der Endgegner zu schwer ist. Oh, der kriegt jetzt hier... Ah. Marius lässt Sascha ran. Ja, Marius lässt Sascha ran. Guck mal, der hat besiegt. Der freut sich jetzt wie ein Schnitzel. Ja, genau. Jetzt freut er sich wie ein Schnitzel nach irgendwie 38 Kämpfen. Ja, das sah völlig aus. Jetzt komm schon, na also! Na also! Ich freue mich ein bisschen, lass mir mal meine minimale Freude. Ich verarsche dich nur. Ach so, danke! Du Depp. Och man, nicht mal der Anosie hat hier funktioniert. Mann, das hat mich auf dem Laufenden, was der Chat sagt. unser größter Fan hat gefragt, ob du trainiert hast, nicht der Kunde. Ah, natürlich, ja. Und sag mal unserem größten Fan, sag's ihm selbst. Ach so, ja. Scheiße, Schüler, der kann mich ja wehren. Nur ich nicht. Ich bin einfach so gut. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir durch meine Leistungen eigentlich auch erarbeitet habe, dass ich jetzt endlich so ein cooles Outfit mit Cammy haben darf. Ja, also nach meinen Berechnungen musst du noch wie viele Matches? Um die 40.000 Fight Money dafür. Ich muss noch, warte, lass mich ausrechnen. Ich muss 100 reicht ein Sieg. Das heißt, nein, nee. Nee, 50 kriegst du pro Sieg. Nee, 50. Ja, super, dann muss ich jetzt noch, 800 Kämpfe gewinnen. Dann habe ich das Outfit wieder raus. Ja, aber alle 25 Kämpfe steigst du eine Stufe aus und bekommst 1000 Fight Money. Ach super, dann ist das ja easy. Dann sind das keine 800 mehr, da können wir eigentlich auch von dem Fight Money gar nicht mehr ausgehen, dann ist der andere, das ist das alles obsolet. Ah. Ja. Sascha, bring doch mal uns ein paar Moves bei. Ein paar Moves bei mit Cammy. Was man so machen kann. Also man kann mit Dreieck schlagen.
Oder du machst was. Hab ich noch nie gemacht im Kampf. Erzählst einfach. Ja, ich weiß. Ja. Du bist ja so, so mit einer. Viereck kann man hier so den hier machen. Das mache ich mir zu Hause vor meinem okay, vom Spiegel. Ich glaube, den hier. Ich glaube, das nennt sich Jab. Das ist ein Jab. Das ist hier der. Und hiermit, das sind so beide Fäuste ins Gesicht. Okay. Guck, ich zeig dir das mal, wie so ein Mensch aussieht. Das war jetzt aber eher vor die Titten gehauen. Das sind. Ach, Titten. So, das hier ist so ein Kick, wo du meinst, das wäre ein super Anti-Aerial. Oh, es geht schon weiter. Den Rest bringe ich. Unsere Gäste sind irgendwie nur am Flüstern und bringen sich überhaupt gar nicht wirklich ein. Wie verstohlen. Ich überlege, ob ich Scotland Yacht spielen soll. Ich überlege, ob ihr habt einen Schuhschal für Baumhaus. Bitte. Ich kann mir jemand ein Bier holen. Das ist leer. Wenn du dir eins holst, bringst du mir eins mit. Ich gehe ja schon. Danke. Danke, Mann. Oder auch Wasser. Bier und Wasser. Oh, ging. Birdie. Shade Darker. Oh, Level 22. Oh, der hat viel Birdie gespielt. Ist das der Typ von vorhin? Nee, der Typ von vorhin hat anders ausgesehen. Der hat andere Sachen angehabt. Der hatte keine blonden Brusthaare, der hatte rote Brusthaare. Das hast du dir gemerkt. Ja, der Roland steht auf Brusthaare. Ah, warum drückt er das nicht? Kann ich das nicht wegdrücken? Nee, geht nicht. Ah. Oh Gott, ich hab grad Miami statt Mami gelesen. Das ist nicht gut. Dieser freche alte. Okay, der Koro ist klar. Das ist aber auch ein Kalb, dieser Birdie. Mhm. Man sieht Frieden, ich hab hier vielleicht noch Cola, wenn du was hast. Ja, Cola mag ich nicht. Ich liebe Cola. Cerveza. Oh, Typ, hör auf damit mit der Scheiße! Oh Gott! Verdammte Axt! Aqua Minerale. Ich hasse es, wenn sie so viel besser sind als ich. Mit Kongas, das wäre Seche. Ach, das wäre Seche. Ja. Wow. Hampelt euch, das ist mir egal. Das war die Cola. Oh, das war so in diesem Hof drin wieder. Oh, Sascha, sieht so aus, als wärst du gleich. Ja, macht nichts. Nach 20 Minuten kann ich ja auch ruhig mal abgeben. Hör auf, Typ! Dieser Typ, der macht immer diese Scheiße, auf die ich nicht klarkomme. Okay, dann macht das ja eigentlich ganz gut, dann dementsprechend. Ja. Was war das hier? Typ. Okay, ich habe einen Kampf verloren, aber ich kann da noch ein Rematch. Einfach mal, während der Marius noch nicht da ist. Einfach mal schnell. Ja, isst deine Donuts. Toller Typ. Nimm bitte die Flasche aus dem Mund. Das ist ja furchtbar. Du wolltest gerade gehen. Du wolltest gerade gehen. Du wolltest nicht gerade rausgehen. Boah, Typ, den gebe ich jetzt mal. Darauf kommt er nicht klar. Darauf soll ich mich verlassen. Darauf sollte ich mich verlassen. Das ist natürlich ein schlechter Start. Oh, bist du gestunt, ne? Hast du Angst? Na, Typ. Oh nein, jetzt macht er die Scheiße wieder. Oh Gott, er ist mir einfach so überlegen. Ich hasse es. Oh Gott. Ich hab Angst. Oh oh. Ich hab das so gut gekämpft. Komm schon, triff mich! Ich hab meine ganze EX-Leiste dafür aufgebraucht. Das war ein Chip-Damage. Das habe ich noch nie gesehen. Du hast den mit dem. Der hat den geblockt, nur der Super ist der Einzige, der mit Chip-Damage töten kann. Ja, so wie ich. Ich kann mit Chip-Damage töten. Was macht der eigentlich für Schaden, ey? Also, der ist ja riesig stark. Ja, der macht das. Typ! Das ist einfach eine unfassbar schnelle Attacke. Und du sollst vielleicht mal irgendwie probieren, mit den EX-Tasten deine Specials zu machen, um. Achso, um jetzt die, zum Beispiel hier so. Oh Gott. Um nicht immer so hart gepunished zu werden, wenn er. Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber ich lerne ja noch, auch wenn ich der Beste bin. Aber du musst auch gar nicht auf mich hören. Mach ich doch irgendwie. Weiß ich. Ja. Oh fuck, ich wollte gerade eben den so hart. So hart? Mit Schmackes?
Oh, der war gut getroffen. Den machen! Ja! Oh. Okay. Du musst es nur noch heimbringen. Ja, noch heimfahren. Ich muss das Kind. Ja. Ja, und dann macht er wieder sowas. Also, du musst mal probieren, wenn du den im Spiral Arrow so hast, dann kannst du nämlich direkt den Ken Strike hoch machen und der wächst den in der Combo. Das ist so Marius, oh Gott, dieses Arschloch. Hier ist das Klo. Entschuldigung, du bist dran. Gehst du für mich mit, ja? Ja. Ich gehe jetzt aufs Klo und heul ins Waschbecken. Oder so. Ah. Bitte nicht so lange, ich muss auch. Da ist aber jemand sauer. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ihr könnt jetzt reden, was ihr wollt. Ich höre das später, weil ihr das aufnehmt. Er wird das niemals hören, was ich jetzt sage. Das bleibt unter uns. Die Pfeife. Ich setze mich schnell auf seinen Platz. Lass einfach. Lass alle Hoffnung fahren. So, dann... Oh, gibt's irgendeinen Wunsch, wenn wir hier als Trainingspartner einstellen? Los, schreibt im Chat. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Moment, scheiße. Also, ich wähle hier Ken aus. Und Training ist gegen wen? Wer schreibt? Hey, I was waiting for you. Keiner, ihr seid doof. Keiner, ne? Wir sind doof. Keiner mag uns, alles klar. Guckt denn überhaupt jemand? Ja, klar. Ach, klar, sagt er. Dann nehmen wir hier Chun Li im rosa Polizisten-Outfit. So. Ja, Marius, dann zeig mal, was du kannst. Bin ja gleich wieder dran. Total passend. Das ist so ein Knickschlag, ne? Wäre da jetzt mal angebracht. Ich mache mir keine Illusion, dass ich heute auch nur annähernd viel spielen werde, aber... Ja, ja. Dafür, dass der Roland und ich heute schon irgendwie 40 Kilometer gelaufen sind, sind wir unfassbar fit. Mindestens. Seid ihr das? Na gut, wir waren 1,5 Stunden unterwegs und es waren... Wie viele Kilometer würde ich sagen? 1,3. Ja, also, sehr weit war es nicht, aber wir haben sehr viele Pausen gemacht. Vorher auf den Berg hoch. Das war gerade sagen. Das eigentlich sind wir nur berg hoch gelaufen. Es gab keinen Berg steil. Den ganzen Weg. Es ging echt steil, Mann. Ja. Ups. Die Kippkarte ist jemand der Street Fighter Charakter. Das ist aber auch ein hübsches Outfit, oder? Nee. Nee. Nein? Nein. Gar also, nicht? Nee, definitiv nein, gar nicht. Nein. Ach, Leute. Ich weiß die ganze Zeit, ob die nicht auch ein Messer in ihren ganzen Gürteltaschen hat. Oder so ein Elektroschocker. Oder irgendwas, was er irgendwie benutzen kann. Ja, so ein Teleskopschlagstock. Ja, genau. Einfach mal, oh, du kommst und willst mir ins Gesicht treten. Schön, ich habe eine Knarre, ich bin nämlich Polizistin. So, bist du das? Sieh sie dir an. Ist sie nicht unfassbar Polizisten nicht drauf? Fantastisch. Wie der Fuß brennt. Das ist der Fußpilz. Ja. Das erinnert mich an diese Doku, die der Roland nicht mal gesehen hat, über Nagelpilz. Erzähl mir bitte mehr davon. Was? Ja, oh, Nagelpilz. Du nimmst, dass jemand das Fernsehen gesehen hat. Das ist ekelhaft. Ja, erzähl mal. Oh, das ist irgendeine Doku über. Also im Prinzip über Ärzte, oder die irgendwie ekelhafte Sachen machen müssen und die. Es wurde eine Nagelpilzbehandlung live gezeigt. Boah, und wie die da irgendwie den Schmodder da abgekratzt haben. Und ich dachte so, boah, ich gucke nie wieder nach 22 Uhr RTL 2. Entweder kommst du an Omaso-Leute oder irgendwie so von wegen, das ist Beate, ihr Mann ist ihr Hund. Und dann geht das gleich so und hat eine Kugel im Maul. Ja. Und es kommt halt irgendwie so eine Arzt-Scheiße, wo dann irgendwie von wegen, dieser Arzt untersucht alle Leute auf Geschlechtskrankheiten aus Spaß. Macht er ehrenamtlich. Also kommt so ein Scheiß da. Das ist so ekelhaft alles. Ist da eigentlich gegen den Holländer vorhin gewonnen? Ja, ein Holländer. Den 41er. Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der... Ja, der. Ja, den habe ich besiegt. Also ich weiß nicht, ob das... on tape ist oder ob das vorhin an so einem Kampf war, vorher. Ja? Ah, es war so ein Vorherkampf. Aber der scheint ja auch keine Hobbys zu. Wieso? Der spielt halt jetzt mal irgendwie eine Dreiviertelstunde ein bisschen Street Fighter. Ja, kann man mal machen, oder?
Ich meine, wir sind jetzt auch erst noch nicht so ganz lang hier dran. Erst 2 Stunden. Erst 3 Stunden. Ah. Hm. Aber gut, wir verdienen ja auch unser Geld damit. Ja, natürlich. Wer nicht? Unser YouTube-Money. Schon 2 Cent. Ich glaube, wir müssen das wirklich machen mit diesen provokanten Thumbnails und provokanten Hashtags und so der ganze Scheiß. Von wegen, habe ich letztens gesehen, geil, Typ, der einfach nur Views wollte, hat einfach als Titel genommen, ich habe AIDS. Also, boah, was ist denn da los? Also, ich habe AIDS und dann steht dann so ein Lappen da und erzählt irgendeinen Scheiß. Achso, mal das schöne Sieg. Dankeschön. Ja, muss ja jetzt auch mal gesagt werden. Das ist ja. Oder Freundin, nein, Typ erwischt Freundin beim Nacktstreamen. Das so als Titel dafür, anstatt alles andere. In den YouTube-Richtlinien steht, man darf das nicht, man darf keine irreführenden Tags oder so benutzen. Scheißegal. Ja, es ist, ich meine, damit machen die ja auch ihr Geld. Die sind seit 10 Jahren, machen die defizitäre Arbeit. Was soll das? Na, da kann man auch ruhig mal sowas schreiben. Ah, Conti schreibt gerade, der Chat gehört mir. Muahahaha. Ausrufezeichen, 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 also 5 Stück davon und dann 4 Einsen. 5 Einsen. Ah, beim Klappbauter machen. Ah, der hat einen EX gemacht. Schade, ja. Hab ich nicht gesehen. Da laust mich der Affe. Wo war das her? Da ich nicht. Warst du das, der gesagt hat, dass Assassin's Creed Black Flag voll toll wäre? Nein, ich finde es nicht schlecht, aber... Ja. Boah, ich habe mich so ausgekotzt, jetzt gerade als ich wieder angefangen habe zu spielen, weil ich es immer noch nicht durch hatte. Weil du ein Depp bist. Und habe dann irgendwie gedacht, es ist einfach kacke, ich stehe nicht auf Piraten, ich kann echt machen, was ich will. Hat keinen Wert. Eie. Du stehst nur auf Minderjährige. Oh, und das ist eigentlich uncool. Ja, ja, das ist halt... Nein, er macht mich blatt, ich verliere. Mhm. Weil du innerlich schon aufgegeben hast. Ja, so bin ich halt. Ich bin ja nicht so ein Macher wie du, Sascha. Du kannst ja noch so, das war's jetzt. Dann mit Radio Street Fighter. Zerbrochen an der 3. Ausgabe. Ja, genau. Einfach alles vorbei. Wir machen jetzt alles kaputt. Es hat keinen Sinn mehr. Und Rematch, komm. Es geht Rematch. Rematch, klar. Geht das? Geht das? Klar. Wenn er will. Komm schon. Also, er will. Also, für ein leicht verdientes Fight Money. Das willst du wegmucken. Ja, komm. Ach, das läuft doch super. Meinst du? Ja. Ich bin der Rote, ne? Der Rote. Ach so! Ah. Ja. Das nehmen wir als Titel. Der Rote kriegt den Arsch richtig voll. Zack. Fertig. Ah. Oh Mann, unser YouTube-Money hat sich extrem erhöht übrigens. Ich glaube, wir sind bei über 20 Cent verdienten Einnahmen allein in den letzten 4 Monaten. Muss man sich mal vorstellen. Alles mir an die Füße. Ja. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir, glaube ich, bei 21 Cent. Das ist... Zum Jahresabschluss gibt es Google 1 für jeden. Ja, die teilen wir uns. Vielleicht sagen wir uns einfach bei so einem Label da oder so. Vielleicht stellen die uns auch so ein Zeug. Also Label sagt man. Wie nennt man die denn noch gleich? Wie ist die Firma, wo Unge weg ist? Also ganz fiesen. Ist auch alles mittlerweile also einfach kein Thema mehr. Ne? Man redet nicht mehr über YouTube, man guckt es nur noch. Sollen wir vielleicht Duschschaum auf den Markt bringen? Ich fände Topflappen cool, aber... Du weißt, du findest Topflappen. Würde ich kaufen. Ja, die sind auch praktisch. Einfach so sehr billige Artikel herstellen, sowas wie gut und günstig Sachen, nur mit unserem Namen drauf. Dann machen wir einfach, dann haben wir überhaupt nichts mehr mit Gaming zu tun. Das ist so, als gäbe es jetzt einen gut und günstig Channel auf Twitch. Salami. Oh. Den würde ich sehr gern gucken. Hm. Ich verlor. Das stimmt. Aber den Holländer haben wir beim letzten Mal auch nicht besiegt. Doch, ich. War auch erst im 3. Versuch. Ja, aber das hat ja gereicht. Ja, du kannst vielleicht meine Moves kopieren, aber nicht meine Kraft. Ich meine, ich bin nicht sauer, ich bin nur sehr enttäuscht. Ich weiß, Marius, ich weiß. Du bist dran, soll ich wieder Cammy für dich wählen? Bitte, wenn du schon gerade den Controller in der Hand hast. Ja. Ja.
Sascha beschränkt sich allein aufs Kämpfen. Das ist alles andere unter seiner Würde. Ja, natürlich. Ich lasse ihn Sachen auswählen. Versus. Du bist schon Level 14, ist voll fies. Das haben wir das letzte Mal geschafft. Ja. Ich muss, glaube ich, noch 4 Kämpfe oder so gewinnen, dann bin ich auch Level 14 mit Cammy. Mach das. Dann kann ich entweder ruhig schlafen. Das wäre so schön. Wenn meine ganze Prüfung da irgendwie vor diesen Prüfungen gesessen hat, habe ich gedacht, fuck ey, wenn du es jetzt nicht schaffst, liegt es nur dran, dass Cammy auf Level 13 ist. So ist das. Das halten wir davon. Ja. Dieses Schweigen. Betretenes Schweigen. Ja. Gleich geht noch der Letzte aus dem Chat raus. Nee, der Conti bleibt immer da. Bis zum bitteren Ende. So, Conti, also, Trainingspartner, jetzt such dir jemanden aus. Zum Beispiel Laura oder so. Ja, das hört er in 14 Sekunden bis dahin. Ja, ich wähle langsam aus. Fertig. Und? Das so nah ist er nicht am... Wir wählen diesen komischen Typ rechts unten. Feng? Dieser Feng, ja. Hab ich keinen Bock drauf. Für was steht denn da? Machen wir... Keine Ahnung. Wir können ja mal Alex reinbringen. Oh ja, oh, richtig, der neue tolle Charakter. Der neue tolle Charakter. Shara. Der. Warum machen wir nicht eigentlich Versus-Kämpfe, während wir auf die Dinger warten und kämpfen gegeneinander? Geht es? Klar, warum nicht? Muss nur noch die anderen Controller finden. Danke, danke Siegfried. Du bist ein Prinz. Ich weiß. Ja. Ach. Das ist ja wunderbar. Das sind eigentlich so Ideen, die kriegen wir 20 Minuten vor Ende. Wie? Was? 20 Minuten vor Ende kriegst du nochmal die tolle Idee, das so zu machen. Ja, klar. Reicht dir auch. Jo. Ja, jo. Oh, jo. Gut, ist mich doof bloß. Oh, jo. Hm. Okay. Das heißt, wir warten jetzt auf den Kampf, während wir gegeneinander spielen. Das ist ja... ist neu. Tisch. Hm. Nee, ich glaube, das ging schon immer. Nur, wir haben es nie gemacht. Wir haben ja Zeit. Ich fand es auch immer schön zu reden, ja, mit dir nett auszutauschen. Was sind denn so deine Tagesthemen, Sascha? Die Tagesthemen? Mhm. Erzähl doch mal. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend. Das bin ich. Eine Alternative ja, habe ich gewählt. Das siehst du ja. Mein Schwank aus meiner Jugend ist, wollt ihr wissen, wie ich Fahrradfahren gelernt habe, so wie jeder andere auch. So ja. Frech, Mann. Das ist ja so frech jetzt hier. Sie geht mich nach dem Schwank aus meiner Jugend gefragt. Kannst du überhaupt Fahrrad fahren? Natürlich kann ich Fahrrad fahren. Aber ich glaube, er sucht doch nicht nach Kämpfen. Ja, gut. Dann können wir das ja lassen jetzt hier, ne? Wobei, man könnte dich im Trainingsmodus als Gegner einstellen. Wenn das hier so ist wie bei Tekken. Was sagt eine Nonne, wenn sie einen Asiaten auf der Straße trifft? Hallo? Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, ich wollte dich auch werfen. Ach ja? Ah ja? Ich hab mal eingefangen, der war so groß. Komm mal du mal her. Oh, der Ding stirbt er über mich, tut er gar nicht. Oh fuck, ich wollte Spiral Arrow da machen und dachte mir, ah nee, der springt nicht. Hat er nicht gemacht. Ah, hat er nicht gemacht. Na. Leider nein, leider gar nicht. Das ist echt fatal, muss ich gerade mal sagen. Dass ich gegen dich habe ich einfach keine Chance. Du bist einfach so... Du kennst mich halt. Ja. Du kennst all meine drei Moves. Bringt überhaupt nicht weiter. Und noch Schmeiße zum Schluss. Scheiße. Ja, gut. Lassen wir das. Ja. So mit dem noch einen anderen Gegner. Lassen wir das mit der Wurst, ne? So mit dem noch mal einen anderen Gegner. ja. Wollte ich gerade erzählen, wie ich Fahrradfahren gelernt habe? Nee, ich finde es gerade einfach nur gut, dass ich wenigstens noch ein bisschen gewinnen kann. Jetzt erzähl mal. Hauptmenü? Ja, bitte. Okay, ja, natürlich. Ich bringe mal schwedisch aus.
Klassiker. So wie ihr wahrscheinlich auch Fahrradfahren gelernt habt. Ich wurde festgehalten am Fahrrad und also festgebunden. Festgebunden am Fahrrad und zum Abhang runtergestoßen. Nein, ich würde. Am Sattel festgehalten und der Klassiker, Sascha fährt, tritt voll in die Pedale, Mutter hält hinten fest. Sascha tritt voll mehr in die Pedale, weil seine Mutter muss rennen. Ja, aber was macht die Mutter? Sie lässt irgendwann los und Sascha fährt und fährt wie ein Wilder, fährt er da lang und, achso, Story, warte, ich muss gerade schnell Auto auswählen. Ja, mach mal irgendwie, ach, ist Alex. Achso, Alex, ja genau, der Neue, damit den auch mal jeder sieht. So, dann der Klassiker natürlich, Mutter lässt den Sattel los, Sascha fährt weiter. Für mich waren das ungefähr 500 Meter, die ich weg war. Und dann höre ich im Hintergrund nur, machst du ganz toll. Ich drehe mich rum, sehe meine Mutter und falle einfach um. Und hatte ab dem Moment Angst vorm Fahrradfahren. Hast du eben nie wieder beim Fahrrad gesetzt. Ja. Du hast gesagt, du hältst fest. Ja, genau. Du hast mich mies hintergangen, Mutter. Meine Worte. Ja. Als Dreijähriger. Du hast mich mies hintergangen. Ja, genau. Der kleine Professor. Der kleine Professor wurde ich mal genannt, ja, als kleiner Buch. Von einer Mutter von einem Kumpel, die hat immer gesagt, der kleine Professor. Nein, ich sag nur der komische. Ja, genau. Ja, es ist, liegt daran, dass ich, naja, gut. Fahrradfahren habe ich dann auch mit 28 gelernt. Also, mal hältst du fest. Ja. Ach, dieser Trainingsmodus, der gibt mir einfach nichts. Außer die Ahnung, dass ich echt schlecht in diesem Analogie-Move bin. Ist auch sonst nicht so gut. Oh komm. Hab dich doch voll überzeugt damit. Guck mal, wie schön ich Rad schlagen kann. Abgefahren, ne? Wie hast du denn Rad schlagen gelernt eigentlich? Erzähl doch mal. Bist du ja selbst den Ratschlagvater? Also? Ja, genau. Ratschlagvater und Lifehacks. Ja, schon, aber ich möchte jetzt Ratschlag. Ey, wisst ihr, dieser Move hier kostet voll viel Energie und Tastenkombination und zieht fast nichts ab. Dann macht das noch mehr. Und das ist einfach nur so ein Irrkick. Der Irrkick. Irrkick. Another fight is coming your way. Yo. Ja. Also jetzt mal ein Lifehack. Willst du mal ein Lifehack aufhören? Lifehack. Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie täglich mit Butter einschmiert. Danke. Sehr guter Lifehack. Dankeschön. Kaffeeflecken auf dem Tisch, einfach mit einer Kaffeetasse abdecken. Ja. Oh, bam. Boom. Mind blown. Ja. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Vor Aufregung. Wenn du nicht genug trinkst. Ja. Okay. Cammy gegen Cammy, der Katzenkampf. Oh, die haben dich grün gemacht. Ich war schon grün in der Auswahl-Dings. Oh, stimmt. Mhm. Guck mal, die hat dich grün gemacht. Die haben nicht die hat. So. Oh Gott, in the grid. Wie diese von Capcom. Also ich weiß wirklich nicht, welches Outfit schlimmer ist. Das linke oder das rechte? Ich auch nicht. Das rechte, weil man halt ab und zu das Höschen sieht. Oder das linke, weil einfach das aus Höschen besteht. Also Höschen und extrem engem Buddy. Ja. Wir sind doch auch extrem enge Buddies, Marcus. Ja, so ist das. Oh Gott. Oh, du Blöde! Oh, jetzt aber. Kämpft wie ich. Dumm. Ich bin auch völlig abgelenkt. Okay, gut. Osmoselt. Osmosel-HLD. Los, ab in die Osmose. Und mir tut mein Finger ein bisschen weh vom Button-Mashing. Osmos, hab lieb dich. Jetzt hat natürlich jetzt keiner gehört, bis Blut geschissen hat. Was? Nee, weil du ja auch irgendwie in die Couch redest, anstatt das Mikrofon. Osmose ist Diffusion durch eine semipermeable Membran. Oh, das wusste ich aber. Das wusste ich auch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Na klar, was ist eine semipermeable Membran, Marius? Ich kann's sagen. Ja, weil du Fachwirt für Scheißdreck bist. Fachwirt für Scheißdreck, genau.
eine semipermeable. Ich bin doch völlig abgelenkt, wenn ich jetzt hier. Ja, und du hast vor allem jetzt verloren. Ja, komm, das kann schon sein. Verdammt nochmal die Konzentration. Ach, komm, das kann schon sein. Ich habe ja noch ein Rematch. Und die sollte sich echt mehr anziehen als dieses Höschen, wenn die mal im Winter mit diesem Ding unterwegs ist. Hat sie ja genug Mantel an. Ja, genug Mantel. Mantel, damit sie nicht frieren muss. Was wollte ich gerade sagen? Semipermeable lässt nur in eine Richtung durch. Ja. Oh, da haben wir schon. Ach, scheiße. Ich habe gerade weggedrückt, oder? Habe ich das weggedrückt? Wenn du Kreis gedrückt hast, wahrscheinlich. Oh Gott, oder? Okay, Marius, dann bist du jetzt wieder dran. Ich habe nämlich verkackt. Es tut mir sehr leid. Ah. Okay, ich denke mir, wenn ich schon nicht mit Ken gewinnen kann, kann ich auch wenigstens mit Laura nicht gewinnen und. Ich mag, wie du denkst. Ich kaufe mir jetzt das alternative Outfit, das ich schon die ganze Zeit haben wollte. Hast du es nicht gekauft? Nein. Du es mir wieder ausgeredet hast. Ach so. Na gut. All das Fight Money muss ja für irgendwas gut sein und von daher. Na gut. Na gut. Gut, Mädel. So. Na gut, Mädels, weil ihr das seid. Das dürfen nur Sachen nicht sagen. Oh. Ja, weil wir die Dickparty-Löwen sind. Selfie-Zeit. Roland, was ist so spannend auf deinem Telefon? Du bist sehr still da hinten in der. Ich schreibe da. Ja. Ich mir grad, Roland arbeitet an seiner Arbeitsleitung. Sex. Oh mein Gott, das ist doch kein Outfit, den man als Frau tragen soll. Dass man als den Frau man als Frau. Schwöre, das ist doch kein Outfit, den man als Frau tragen soll. Was, die Frau hat einfach keine Ehre. Blöder Idiot. Würde es aber an, ey. Die hat vielleicht so 50 Ehre, aber das ist direkt alles weg. Ja, ja. Ja. Frau fängt so mit 50 Ehre an und dann geht die nur noch weg in Minusbereich. Als Mann hat man so 1 Million Ehre. Die bleibt. Die gleich weg. Jetzt klär die YouTube-Zuschauer bitte auf, was das überhaupt ist, was wir hier verzapfen. Unser Ehrenkodex. Das ist Pferdeschuhklassenfahrt. Ja, und was? Weizen, Roggen, Dinkel. Ehre. Boah, muss ich lang nachdenken. Alter, wow. Irgendwie ging das. Das ist lang her. Ob das so schlau ist, dass sie jetzt mit ihr irgendwie in diesem halbnackten Outfit. Okay, das bringt Views, aber. Wahrscheinlich. Ja, immer allgemein irgendwann. Immer, ja, irgendwann mal, ja. Irgendwann wird es heißen: Ach, das sind doch die zwei, die immer mit den nackten Mädels spielen. Ja, unbedingt. Ich kann überhaupt keine Kombos mehr. Ach, mal da ist eine. Das ist eine Attacke? Das ist eine Attacke, ja. Damit kannst du ein Setup machen halt. Ach so, dann, okay. Dann machst du irgendwie so ein Setup und dann irgendwie baust du eben noch irgendwie. Ja, dann mach doch mal. Ja, du musst ja, der Typ bewegt sich ja nicht. Was soll ich denn damit upsetten? Ja, sei halt mal cool. Zum Glück ist der Stream bald vorbei. Das Coole ist, dass wenn du Pause drückst, pausierst du, glaube ich, den Suchmodus. Ja, will ich doch schwer hoffen. Ich will schon vorher wissen, wie ich kämpfe. 10 Minuten lang muss man sich dann einfach versuchst, ein paar Attacken mit der zu machen. So. Ist doch egal. Also, ich mein, was ist denn ihre Geschichte? Sie ist die Schwester von Sean. Sie ist die Schwester von einem Typ. Wer ist denn Sean? Das ist der Sänger von so einer Band. Ja. Ist das nicht P. Diddy? Sean Combs oder wie? Sean Connery ist P. Diddy. Das ist ja hier. One more down! Sean.
Grusen sind lästert über uns. Nee, die Grusensohn hat gerade im Rausgehen zu mir gesagt, dass ich Sonnenbrand kriege. Von diesen anderthalb Stunden, wo ich heute mal unterwegs war, kriegst du Sonnenbrand? Es ging mir auch so im Bochum gesessen, irgendwie am Samstag Mittag in der Sonne und ich hab so, ich komme aus dem Stand raus, setz mich auf die Bank und denk so instant, ja, das tut weh. Das ist das Schöne eigentlich, dass du irgendwie mit deiner Band total durchstartest, total viele Sachen machst, immer unterwegs bist und dich trotzdem besonders noch hierher bewegst, um uns beim Street Fighter Spiel zuzugucken und mit deinen sehr schlauen Kommentaren weiterzuhelfen. Dankeschön. Ich hab die scheiß Kombo rausgefunden. Sehr gut. Ja, irgendeiner muss ja was Produktives machen. Ja. Ja. Die werden sie auch noch. Was ist das denn für ein... Oh. Keine Ahnung, was ist die? Push, genau. Nehmen wir noch irgendwie so einen anderen. Oder auch nicht! Aber ist auch scheißegal. Hm? Bitte rede was. Achso, ja, ich hab jetzt gerade. Sorry, guck mich total böse an, bitte rede über, was. Überhaupt nicht. Ich hab dir einfach mal angeguckt, wie sonst auch. Total böse. Oh, wow, wow. Ja, och, was wollte ich denn sagen? Ja, der Tag war lang, wir waren heute im American Diner essen. Weil wir so gute Buddies sind. Ja. Oh, das ist echt geil da. Kannst du mal ein bisschen was über das Diner erzählen? Ja, da läuft eigentlich die ganze Zeit nur Siggis Lieblingsmusik, Johnny Cash. Okay, das ist so irgendwie so kurz vor Ende des Tages immer so sagst von wegen, können wir bitte gehen, ich kann die Musik nicht mehr ertragen. Das ist so, ich muss mich hier raus. Also es war all you can eat bis um 12:30 und wir sind um 11:30 gegangen, weil du die Musik nicht ertragen hast, so ungefähr. Obwohl, wir waren ja auch satt. Wir waren alle fertig. Ja, wir waren auch schon kaputt. Ich bin auch noch müde. Du hast ja was geschafft heute. Ich habe ja mitgelegen und gebannt. Ja, ich habe einen Zaun gebaut. Ja. Roland und ich haben uns Sonnenbrand geholt und sind eineinhalb Kilometer, nein, eineinhalb Stunden. Das wird immer weniger. Ich bin nur vom Kühlschrank zum Bett gelaufen. Eineinhalb Stunden, 2000. Oh. Ja. Ja, war das nicht so? Ja. Aber es war bei hoch. Was? Ich habe sehr lange mich nicht bewegt, weil ich faul bin. Ich will gar nicht mehr gerne. Nein, weil ich gelernt habe. Willst du hier nichts schön reden? Ja. Ich rede mir auch nicht mehr schön, dass heute noch ein Kampf kommt, bevor. Ich auch nicht. Nee. Aber wahrscheinlich Matchmaking, die mich jetzt. Weil ich noch nie mit Laura gekämpft habe. Das ist das falsche Spiel. Was ist das Kids, ne? Du hast ein Kids mein Edelpilz gegriffen. Oh, warte. Das ist ein Kids mein Edelpilz gegriffen. Guck mal auf der Fallsdaten, bitte. Hier verfällt mich, hier wird nicht schlecht. Was steht da? 30.09.2015. Ja, super, da kriegst du auch einen Edelpilz von. Da. Den Witz habe ich lang vorbereitet. Will ich hoffen. Ja. Da habe ich nur noch gewartet, bis einer mal dieses Kitzmann-Bier in deinem Abgeschmack schnappt. Nein. Wie bildet sich da die Elektrizität? Wie bildet sich die Elektrizität bei Blanka? Das ist genetisch. Ist das so? Ja, wie so ein Zitteraal. Ja. Allerdings bei ihr ist das so ein, ich würde ja sagen, die hat sehr viel Baumwolle an und rubbelt so ein bisschen viel rum. Ja, weil die überhaupt ganz an das Baumwolle? Das ist schon von mir. Und das aber sie hat ja nicht mal viel Baumwolle an, vielleicht steht ihre Haut aus. Baumwolle vielleicht. Mhm. Oder versuchst du ein speziell schönes Set. Es ist ein. Oh, yay, oh, nochmal kurz vor Ende. Oh, gibt es nochmal der letzte Kampf. Ich glaube, da müssen wir überziehen. Nee, ja, haben wir das letzte Mal auch, als ich die ganze Zeit gewonnen habe. Sowas machen wir nicht. Hier ist Punkt 19 Uhr Ende. Da ziehe ich alle Stecker. Bin ich Thomas Gottschalk oder was? Hier wird gar nichts bezogen. Achso, wir kriegen eh wieder den Holländer. Oh nein, wir bekommen einen Alex. X-Gon, give it to you. X-Gon, give it to you. Geil! Cool. Ja, wir spielen Exhibit. Cool.
Endlich. Endlich, ey. Da war ich mein ganzes Leben drauf. Ja. Ja. Pimp my ride. Wenn mich. Ja, das lässt du laufen hier. Das ist doch auch wirklich, also. Das ist eine Übersexualisierung. Guck, guck! Ich hab's nicht weggedrückt. Das ist eine Übersexualisierung von dieser jungen Dame. Das ist einfach nicht. Weißt du, ja? Weil es ist nicht mal eine Dame, es ist einfach nur ein Haufen Pixel. Polyphon. Nein, bleib da, ist das nicht rein. Nein, ich will kein Gehirn. Es ist echt übelst am Lecken, wie die Sau, Hast du gerade gesagt, ich möchte kein Bier, ich muss fahren, hast du Schnaps? Ja. Ja, es ist. Es ist voll ekelhaft! Ja. Heftig am Lecken! Oh, ist doch furchtbar. Irgendwie schließen wir immer mit einem leckenden Kampf, ne? Ja. Ich hasse sowas. Ich hab doch zuerst geschmissen. Alter. Was bringt denn die Trigger? Na, da hat ihr Elektrozeug mehr Elektro-Schüssel. Wow. Weißt du, was ich meine? Ist das Marusha? Ist das Baumwolle? Es nervt mich, dass es so tierisch leckt. Jetzt hört's auf, glaub mir. Am Arsch hört das auf. Das hat er aber sich schön gedacht. Hat er auch gut ausgeführt. Meinst du? X-Gon, give it to you. Oh, super toll. Ja, jetzt macht er's aber. Oh, da kommt er. Komm. Okay. Mal los, klar. Oi. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat halt einfach irgendwie gewonnen. Er hat gerade eine Frau Kopfhörer in den Asphalt gekracht. Das kann aber. Ja, wenigstens konnten wir das noch sehen. Ja, das war verdammt schön. Aber ich will echt keinen Rematch gegen dieses. Nö, ist okay, wir hören dann doch auf. Feuer, Feuer, Ungeheuer. Genau. Die Abmoderation macht wie immer Siegfried Pawelski. Was? Ob beim Sigi leckt es gerade auf? Sascha, wir haben hier noch 2 Minuten. Ach so, ja gut, die also, füllst du jetzt mit dem Rematch. Okay. Ich habe das Rematch abgebrochen. Bringt ja nichts. Ich habe ja noch nicht, ich habe den ja gar nicht sehen können. Jetzt hier über den Bildschirm gehüpft, wie bekloppt. Das war ja nur noch ein Button-Mashing irgendwie im Dunkeln. Die Scheunenpiz mit anfassen, ja. Okay. Verstehe ich nicht. Was bleibt aber, jetzt? Aber dann frage ich euch doch mal, wie ist denn euer bei der Fazit? Ja, wie ist unser Fazit? Mein Fazit ist, dass du, Roland, nach der Geschichte fragen wolltest und nicht nach der Geschichte gefragt hast, wie wir sie nicht erzählt haben, deswegen. Welche Geschichte? Die Geschichte aus dem Auto, wie gesagt, mach das bloß nicht. Irgendwas mit einem Tiersing zu tun hat. Ach du Schande, nein. Wie jetzt? Ja, das ist. Ja, ich kann gerne nochmal. Ja, dann mach doch. Ich sag vielleicht kurz vorher mein Fazit, bevor wir diese Geschichte nicht erzählen. Ein Fazit sollte ungefähr noch 1,5 Minuten lang sein, dass diese Geschichte nicht zur Sprache kommt. Ja, genau. Mein Fazit ist, die erste halbe Stunde lief super. Ja. Und danach hat der Männer das erste Mal einen Controller bekommen. Another fight is coming your way! Ausgezeichnet. Der gleiche Typ von eben. Ja, komm in der Frank Elstner Masterclass, so wird richtig überzogen. Go. Ja. Wenn es der gleiche Typ ist, mach ich's alles. Komm mal, du kannst doch jetzt nicht die Erwartungen der Zuschauer. Nee, stören. Die Erwartungen sind ganz genau. Wenn es nicht der Typ ist, spiel ich's. Wenn es der gleiche Typ ist, mach ich's aus. Ex-Gott! Gut. Das fass mir an die Füße. Mein Fazit ist. Die erste halbe Stunde lief super. Vielleicht sollten wir einfach nur die ersten 20 Minuten hochladen, wo ich alle total zusammenwichse und dann sagen, war geil, oder? Ja, war geil. Aber es wurde ja, war ja menschlich, war das ja noch sehr lustig gegen Ende. Das menschelt hier ganz schön. Ja, ja, ansonsten bin heute fast zufrieden. Wir haben sehr viel Fight Money geholt. Also wie gesagt, 800 Kämpfe noch, dann können wir uns das Outfit auch leisten, das ich mir gekauft habe. Ich bin wie so eine Hartz-IV-Empfängerfrau, die so von wegen, oh, geil mal bei Quelle bestellen, einfach alles wegmachen. Und ja, und was hast du zu dem Ganzen am Ende jetzt? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war nicht in Topform, aber ich meine, ich habe halt eine Verletzung.
bis ich da wieder voll einsatzfähig bin, ist das natürlich auch ein bisschen. Du weißt schon, dass deine Hände damit verletzt sind und dass Hände immer zu irgendwelchen Onaniergeschichten führen und dass das dann total peinlich wird für jeden hier. Warum kannst du nicht einfach mal die Klappe halten und seriös bleiben, ja? Natürlich kann ich seriös bleiben. Sascha, lass die Hose an. Ich habe sie nicht angefasst, die geht von alleine auf. Sascha, nimm deine Hand von meinem Oberschenkel. Ja, wie dem auch sei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Sigi wollte abmoderieren. Das war Radio Street Fighter, abmoderiert von Siegfried Pawelski. Lieber Conti, Dick Brusensen, Siegfried Pawelski, Maris und Sascha wünschen noch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Tschüss und bis bald.